Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nesia so Dark Dies und ich bin's wieder, euer Lundmann 86, der Horst vom Dienst, der Blindfisch der Blinden, der Nichtsehende der Sehenden, der Trottel vom Dienst, könnte man auch sagen, mehr oder weniger, denn ich bin einfach nur blind. Erstmal freut es mich, dass euch das alles hier so toll und gut gefällt. Und mich freut es gleichzeitig, dass ich einfach nur blind bin. Denn... Oh je. Hier... zwischen den Regalen... da! Soll ein Hebel sein. Aha! Aha! Ein Durchgang, ein Durchgang! Wir haben leichte Kopfschmerzen, alles ist gut. Ja, wollen wir mal gucken, was uns hier Schönes erwartet. Die Eingangshalle! Das klingt doch nach einem Plan! Ich danke euch für diese tatkräftige Unterstützung, mir zu sagen, wo es lang geht. Ich hätte das nicht gefunden. Ich würde ja jetzt immer noch umgeistern, die ganze Zeit im Kreis laufen. Wie ein Bekloppter. Schwör ich euch. Ja. Um zu laufen hat Shift links beim Bewegen gedrückt. Das habe ich auch schon fast erwartet bei einem Ego-Shooter-Spiel, mehr oder weniger. Meine Stimme mache ich natürlich lauter, beziehungsweise das Spiel ein bisschen leiser. Und ich werde die Aufnahme nicht auf heller stellen, weil Sinn und Zweck des Spiels ist es nun mal dunkel zu sein. Um mal auf ein, zwei Kommentare einzugehen, die ich so bekommen habe im Laufe der Zeit. Und ich werde natürlich etwas genauer durchsuchen. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okay, das muss man schon mal merken, würde ich sagen. Genau unter dem Stein Brennenburgs. Ich denke mal, wir sollten auch da hingehen, aber ich... ihr kennt mich. Ich durchsuche einfach viel zu gerne. Genau das möchte ich auch machen. Denn, ja, sonst... also mir wurde schon gesagt, so... geh etwas sparsamer mit deinem ganzen Zeug um. Du wirst es brauchen. Dementsprechend sparsam... davor... wer hat da geschrien? Hallo? 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 Ist hier jemand? Das Labor... nee. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Tut mir leid, ins Labor traue ich mich nicht. Ist eh verschlossen. Da, verschlossen. Es lässt sich nicht bewegen. Und eigentlich sind wir ja auf einem total tollen Heimaturlaub hier unterwegs. Aha, eine Zunderbuchse. Komm her. So, Zunderbuchse. Wobei, Zunderbuchse hört sich auch besser an. Ah, finde ich hört sich besser an. Was haben wir denn da? Nein. Das Tabularium, die Archive. Nein. Naja, runterfallen möchte ich bestimmt nicht, weil es soll mir ja trotz alledem weiterhin gut gehen. Der Fuck. Achso, ein Spinnennetz. Ein Spinnen. Oh nein, keine Spinnen. Riesenmonster Spinze. Nicht haben will. Nicht haben will. Okay, wir folgen mal der offensichtlichsten Spur. Auch wenn ich sie eigentlich ja nicht folgen will. Oder ich gucke erstmal noch hier so ein bisschen. Ja, schon. Könnte man ja auch machen, denn da ist zum Beispiel eine Kiste. Aha. Öl! Oh, Öl. Wir haben Öl. Wir haben Öl, Öl, Öl. Wir machen Öl, Öl, Öl. So, die Lampe ist schon mal aufgefüllt, falls wir sie dann doch zwischendurch brauchen. Ich meine, hier ist es ja eben gerade hell genug.
Mann. Na, du warst. Warum kann ich euch nicht kaputt treten? Ich will euch kaputt. Haha, ich weiß aber, was man kann. Ihr scheiß ekelhaften Drecksviecher! Da! Die halten ganz schön was aus. Ach, wenn. Dann nicht! Dann nicht! Dann nicht, ihr Unsterblichen hier. Ha! Öl! Öl, Öl, Öl! Öl, 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 Öl. Nein, gut, wir folgen jetzt wirklich der selbst ernannten und erkannten Spur. So, noch eine Sonderbüchse, damit haben wir drei. Ein bisschen mehr Öl, das hebe ich aber auf. Denn wir sollen ja Spaß haben. Außerdem weiß ich nicht, ob ich für irgendwelche Rätsel später das Öl noch gebrauchen kann. Und gerade ist es doch eigentlich sehr, sehr angenehm hier. Ja, schön ruhig, schön toll, schön. Schön, schön. Doch nicht so schön. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Alles klar, das war schon der Hinweis. Ich muss ins Labor. Nein, da war alles gut. Ich muss ins Labor. Ich brauch Säure. Irgendeine Art von Säure kann diesen... Dieses ekelhafte Zeug da entfernen, denke ich mir mal, einfach so dreist, wie ich bin. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er, genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Ja, herzlich. So, an bestimmten Punkten werde ich einfach mal die Fackel anmachen. Beziehungsweise, hier Fackeln im Allgemeinen anmachen. Damit wir eine Grundbeleuchtung haben, um sicher zu sein. Was? Zuck doch nicht einfach so zusammen. Da ist doch gar nichts. Ey, das ist nur ein bisschen Fackeldackel eben gerade. Das ganze Schloss vibriert. Das liegt nur an deinem Kopfschmerz. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Labor hier unten? Der Fuck! Der Fuck! Okay, irgendwas arbeitet dahinter. Okay. Ist alles gut, Daniel. Ist alles gut. Ganz, ganz, ganz chillig hier. Das ist nur ein Wochenende. Ja. Natürlich ist es kalt. Wir sind ja hier auch mehr oder weniger im Keller. Oh, diese scheiß Madenviecher, ne? Die gar keine Maden sind. Nein, dahinter ist nichts versteckt. Gut, aus. Das so? Oh, na lecker, ey. Na lecker. Fängt ja schon mal richtig gut an hier. Huh.
Das Wasser. Bei Wasser habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl. Silent Hill sei Dank. Eine Truhe. Mit einer Zunderbuchse drinne. Komm, gib her. Mach Licht aus. Kostet alles Geld. Oh, oh, oh. Was haben wir da? Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerte Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Also, next target Weinkeller. Noch ein bisschen Öl. Davor. Ja. There should be more coop rats. Let me see, And one part aquafortis. Okay, Cooprite und Scheidewasser brauchen wir. Mir sagt gar nichts davon etwas. Ein Chemietopf. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Frühe Alchemie-Experiment. Die früheren Zusammensetzungen waren nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden. Und Cuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer für das, was wir halt im Vorhaben. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Okay. Nein. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Wegen des Objektes, ja, das haben wir ja schon raus. Aber das hier kann ich nicht. Nein. Nein. Der ist doch gut jetzt. Ist doch gut jetzt. Ich hab's verstanden. Auch beim ersten Mal schon. Aha. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine kleine Zunderbüchse. So, Licht aus. Zeit für Feierabend hier. Nein, nur unser Öl geht so langsam etwas zu Neige. Ein Topf, der alle, der Mixturen aller Art enthält. Kann ich den auch untersuchen irgendwie, oder? Achso, nehmen wir alles klar. Schon wieder was gelernt. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse. Mit einem einfachen Doppelklick. Ja. Komische Geräusche sind komisch. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann geht man auch gar nicht mehr drauf ein. Ja. Ein super Ausflug im Schloss Schwanstein. Mehr oder weniger. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinem Bauch spürte. Hazel. Verdammt, Axt. Wir müssen in den Weinkeller, da er seine Ingredienzien in den Weinkeller gebracht hat. Und wir diese Ingredienzien benötigen.
Jetzt war ja noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel für den Weinkeller. Wo zum Geier könnte der Typ hier Schlüssel versteckt haben? Das finde ich schön, das finde ich echt schön eben gerade. Es baut alles so ein bisschen aufeinander auf. Mal nachgucken. Gut. Hätte ja sein können, dass es auf magische Art und Weise wieder gefüllt ist. Boah, das wäre richtig cool gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Waren das hier nicht gerade noch ein bisschen offener? Okay. Okay. Gut Spiel. Ich habe verstanden. Wer hat hier eigentlich das wieder aufgebaut, was ich hier... Ich habe das doch eben gerade durch die Gegend geschmissen. Schlüssel. Und ich glaube, den Schlüssel gibt es nur im Labor, weil das der einzige Raum ist, den ich derzeit betreten kann. Tricky, 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 tricky. Aber ich habe gerade so eine Befürchtung, wo der Schlüssel sein könnte. Nein, okay. Zumindest sehe ich eben gerade keinen Schlüssel. Hier versteckt sich auch kein Schlüssel. Sieht's aus. Nur leichte Kopfschmerzen, ist gut. Nee, meine Vermutung ist eigentlich eher, dass der Schlüssel sich hier hinten in den... Alter, schrei doch nicht einfach rum. Sich hier in der... Okay, doch nicht. In den Einzelteilen der Leiche oder was auch immer das ist, versteckt. Was ist das hier auf dem Boden? Schleifspur? Also, diese Maden, ne? Die ja gar keine Maden sind. Aber diese Maden, die madige Geräusche machen, finde ich ganz schön madig. Muss irgendwo ein Schlüssel sein. Wie viel Öl haben wir noch? Na gut, reicht, um eine kleine Exkursion zu starten. So. Vier verschiedene Chemikalien sind erforderlich, um fortzufahren. Aha. Also das heißt, wir mischen das dann hinterher hier zusammen. Das ist gut, das ist okay. Oh, hier stehen doch ewig viele Chemikalien auch rum. Warum kann ich die denn nicht einfach benutzen? Hallo? 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 Niemand zu Hause, niemand zu Hause. Okay. Ich muss ja, also ne, man muss ja jetzt doch etwas genauer hier nachgucken, weil ich nicht wieder die Hälfte übersehen und vergessen will. Kein Schlüssel. Ein Feuerchen können wir auch nicht anmachen.
Nö. Ich frag mich ja immer noch, was es genau hiermit auf sich hat. Also... Okay, gut, dahinter ist auch kein Schlüssel. I only need the key. And I find a new Zunderbüchse. Aha. Aha. Dich hatten wir schon mal gefunden. Nur damit ich hier sehe, was ich mache. Gut. Ja, unendlich viele Kisten. Aber in keiner befindet sich so ein blöder Schlüssel. Blöder. Zum Geier könnte hier ein Schlüssel sein. Ich brauchte nur einen Schlüssel, Mensch. Zunderbüchsen habe ich noch? 5. Ah, wunderbar. Wunderbar. Sparsamer Umgang ist sparsam. Gibt da natürlich noch eine Möglichkeit, wo der Schlüssel sein könnte. Aber wenn ja, finde ich das so ein bisschen doof, weil müsste ich ja alles auseinandernehmen. Dass er nämlich in irgendeinem der Gefäße drin ist, die da unten stehen. Das würde eine halbe Ewigkeit dauern, die alle zu unter und zu durchsuchen. Nein. Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein und ich finde den Schlüssel auch noch. Mal hier nachgucken. Nein, gut. Ja, einzelne Steine, ist ja super. Ist ja super, dass hier einzelne Steine drin liegen. Aber kein Schalüsel. Ich will doch nur ein Schalüsel haben, Mensch. Gib mich ohne ihr Schlüssel. I need a key. I don't find a key. Where is the key? Give me a key. Need a key? Please. Wo könnte denn hier sonst ein Schlüssel sein? Gehen wir doch einfach mal logisch an die ganze Sache ran. Er muss seine Sachen vom Labor zum Weinkeller bringen. Na klar, gut, das ist ein bisschen durch die Gegend getragen. Aber dann hat er wahrscheinlich den Schlüssel bei sich. Nur hat er ihn dann irgendwann irgendwo abgelegt? Oder eher nicht? Oder eher doch? Gab es hier oben noch einen Durchgang, den ich vielleicht doch jetzt übersehen hatte? Bis auf das hier, was so schön abgeschlossen ist und ich glaube auch nicht rausrupfbar. Nö. Da ist er auch versperrt. Ach ja! Ach ja! Wir könnten ja noch in die Archive. Ach du Scheiße. Na, gucken wir erstmal hier. Nee, von den Archiven kommen wir doch. Ja, ja. Gut. Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ich meine, wir kommen doch von den Archiven, oder? Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Okay. Die Archive. Wir sind in dem wunderschönen seltene Bücher. Kataloge. Bin ja schon gespannt, was wir hier finden. Und ich hoffe, ihr seid's auch. Denn was wir hier finden
Und ob wir irgendwas Schreckliches finden, oder vielleicht auch einen Schlüssel, oder ähnliches, seht ihr in der nächsten Folge von Amnesia The Dark Descent. Ich bin euer Hell und 9689. Bis dann.